Herzlich willkommen hier bei mir auf meinem kleinen, aber feinen Schwimmkanal, wo ich alles Mögliche so durcharbeite, ob das nun Probleme beim Schwimmen sind oder aber eine Schwimmtechnik erkläre oder wie heute dir mal wieder etwas ganz Besonderes präsentiere. Und zwar geht es um dieses orange Ding, was ich jetzt gerade mal schnell aufgeblasen habe, zusammenknote und dann werde ich was ganz Verrücktes damit machen. Ich gehe damit los zum Wasser. Was ich damit mache, sehen wir uns nach dem Intro an. Ich bin der Chris, ich bin Schwimmtrainer und Fachangestellter für Bäderbetriebe und heute zeige ich dir dieses coole Gerät, das sich Schwimmboje nennt. Ein anderes Wort, einen anderen Namen habe ich dafür leider nicht gefunden. Wenn ich immer bei Google eingegeben habe, Schwimmboje, wurde mir genau das angezeigt. Aber warum solltest du jetzt diese gute Schwimmboje bei dir haben? Aus einem ganz einfachen Grund. In der Schwimmhalle ist die total Quatsch, da brauchst du die nicht. Aber wenn du für ein Langstreckenschwimmen, für ein Triathlon draußen im Freien trainieren gehst, ist dieses Teil absolut bombastisch. Wenn du mal eine kleine Verschnaufpause brauchst, hältst du dich einfach daran fest. Wenn du mal nicht mehr kannst, hältst du dich daran fest. Sollte dir ein sonstiges Unglück passieren, hält dich dieses Ding immer noch ein Stückchen weit, muss ich dazu sagen, über Wasser. Mit Gänsefüßchen natürlich. Allerdings muss ich dazu sagen, für die Hilfskräfte oder auch für Leute, die auf dich aufpassen, wenn du schwimmen gehst, auf Passanten, die einfach nur am See zum Beispiel vorbeigehen, ist es eine absolute super Hilfestellung. Man sieht, da ist irgendwas Oranges, das ist schon mal eine Warnfarbe. Man guckt hin, sieht vielleicht noch irgendwelche Bewegungen, sieht jetzt ganz normal aus. Also ist alles cool, ist alles gut. Sollten die Bewegungen komisch aussehen, keine Bewegung mehr zu sehen sein, stimmt da irgendwas nicht. Und dann ist es für einen Passanten oder auch für denjenigen, der dich retten will, absolut super. Man weiß immer, wo du bist. Wenn du also draußen trainierst, hol dir so ein Teil. Wenn dir das gefallen hat, was ich dir gerade erzählt habe, dann lass bitte einen Daumen nach oben da. Wenn du es noch nicht gemacht hast, abonniere meinen Kanal, teile das Video auch gerne mit Freunden, Bekannten, wem auch immer. Und vergiss nicht, die Glocke zu drücken.